Und wir sind zurück bei Sacred 1. Wir müssen die Quest abgeben. Wir haben ja im letzten Part den, ja, den Orkschlechter gekillt für die Lady. Einen schönen Blick. Der ihren Gatten gekillt hat. Also ich habe jetzt gar nicht so großes Interesse hier, die ganzen Goblins zu besiegen. Weil sie sowieso keine Erfahrungspunkte geben und auch anscheinend nicht wirklich Loot. Ja, die ganze Zeit nur Crap. Ein bisschen Gold mal hier und dort, aber ansonsten so gut wie nix. Er hat sogar nichts gedroppt, der Goblin-Schamane. Dabei sind diese Goblin-Schamanen zum Teil ja wirklich solche Elite-Viecher. Also die haben ja noch diesen komischen Kranzrahmen. Die sind genauso wie der hier. Hat auch nichts gedroppt. Nichts von Wert jedenfalls. Gürtel der Vergessenen. Gürtel der Untertanen. Schutz 3, Schutz 7. Ja gut. Den kann ich wohl tragen. Der kann weg. Wie gesagt, wir müssen den ganzen Plünder ja nicht aufbewahren. Ich habe es ja schon eingestellt, dass wir nur Unix einsammeln und Gold. Beziehungsweise, ja, bessere Items oder sagen wir es mal so, irgendwelche Legendary Items. Oh, sehr mal. Das ist ja schön hier. Eine Unique bekommen. Eine Fähigkeit. Aber jetzt sind wir übrigens bei dieser komischen Markierung. Aber hier an dieser Stelle erkenne ich erstmal nichts. Irgendwie diese Markierung erklären kann. Goblins! Ja, das ist halt auch... Goldtechnisch ist es auch halt echt so gut wie nix, ne? Muss man ganz klar sagen. Oh, Trank der Konzentration. Den kann man schon eher was anfangen. Eigentlich dachte ich ja, die verfolgen mich nicht mehr so richtig krass, aber es ist tatsächlich so, dass die mir doch jetzt noch immer noch weiter folgen, als mir das lieb ist. Also teilweise bin ich ja wirklich in der Situation, da pulle ich keinen einzigen Goblin. Ja, jedenfalls nicht in dem Gebiet. Sklavenjägerin. Da pulle ich halt keinen einzigen Goblin und dann wiederum, gehe ich ein paar Schritte weiter, da stürzen sie sich dann alle schon wieder auf mich und bringen mir aber letztlich auch keine Erfahrungspunkte. Das ist halt so das Problem dabei. Wir haben eine Fähigkeit. Zwar, wir haben genügend. Wir können nochmal tauschen. Und ich tausche jetzt auch. Ich werde jetzt Gier hochpumpen. Wo haben wir ihn denn? Da. Tausch. Zack. Zack. Hier haben wir nochmal eine von der Waldelfin. Wir haben sogar mehr als genügend. So, und ich möchte Gier dafür haben. Da war es schon. Sehr schön. Gier Stufe 2. Dauer 21 Sekunden. Das ist jetzt auch länger als sonst, glaube ich. Und die Chance, besondere Gegenstände zu finden, plus 25%. Beziehungsweise nicht plus 25%, die Prozentzahl steht da gar nicht, sondern nur, da steht nur plus 25. Keine Ahnung, wie hoch dieser Wert ist oder was dieser Wert zu bedeuten hat. Zack, Gier anschmeißen, zack, mit der Frau reden. Ihr habt es vollbracht, ihr habt meinen geliebten Herbern gerecht und dieses Ork-Monster getötet. Ich danke euch von ganzem Herzen, nun kann ich in Ruhe um meinen Verlobten trauern. Und da haben wir direkt... eine Ability wieder bekommen, eine Unique. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, dann sind wir jetzt hier auch so gut wie durch, ne? Die Frage, die sich mir jetzt stellt, gehe ich Richtung Norden oder gegen Richtung Westen?
Also, eigentlich muss ich ja Richtung Westen gehen, weil Norden ist ja nicht geplant. Das ist ja auch nicht gewollt, so wie ich das mitbekommen habe, ne? Dürfte jedenfalls nicht so gewollt sein. Ansonsten wird ja nicht die Hauptquest Richtung Westen zeigen. Ich lauf jetzt einfach Richtung Westen zum gelben Punkt, zur gelben Quest dort und ja, mal schauen. Hier in diesen Wäldern bin ich ja durch. Die Goblins ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich laufe jetzt einfach mal nur geradeaus. Ich wollte mal eben mal kurz gucken, was die Tränke bringen. Ach so. Schwacher Sog der Hölle verhindert, dass die Untoten wieder auferstehen. Mentors gibt mehr EP. Der Konzentration. Kombos werden aufgeladen. Und Antidot der Viper. Haben wir noch gar keinen von. Na, ich nehme mal an, dass das eine Vergiftung heilt. Antidot. Anders wird sich mir das jetzt nicht erklären. Immer weiter Richtung Westen. Ja, natürlich gut zu wissen, dass der schwache Sog der Hölle hier, also der Sog der Hölle, mit Q aktiviere ich das übrigens, verhindert, dass Untote wieder auferstehen. Das ist natürlich durchaus in der Tat ein bisschen nervig, das haben wir ja schon herausgefunden. Dass diese, warum hebe ich den denn bitte auf? Dass diese, Untoten wieder auferstehen und dass ich sie dann teilweise dreimal hintereinander killen musste. Was, wirklich kein Vergnügen war. Die bringen nur 7 Erfahrung, das ist nichts. Shit. Ich muss mal mich dran erinnern, dass ich nicht immer Alt und Shift drücke, damit ich nicht auf den Desktop geworfen werde. Ist doch echt der letzte Abfuck. So, da hinten ist es auch nur noch dunkel hier. Die Straße haben wir noch gar nicht ja, erkundet. Ah, kurz gucken. Magisches Versteck. Trank der Konzentration. Den würde ich ja mitnehmen. Obwohl ich glaube, am wertvollsten war wirklich dieser Erfahrungstrank. Mit dem konnte man am meisten anfangen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Unterschätzt nie einen Zwerg. Der hat gesessen. Und da haben wir sogar noch eine Unique bekommen. Sehr schön. Hat sich ja sogar gelohnt, den Goblin noch umzupusten. Nein, falsch. Einmal über die Brücke, Zwerg. So, sehr schön. Wen haben wir denn hier? Ihr bringt Sergeant ein Empfehlungsschreiben von Reginald Kommandant Trevor. Romata aus Schönblick, Ah, der euch ihr für die bringt ein valorianischen Empfehlungsschreiben Truppen vom rekrutiert. Kommandant Romata aus Nicht das Schönblick, der Schlucken euch auf für die das Pulver. valorianischen Truppen rekrutiert hat. Ich brauche euch, um unseren Späher Wilbur aus dem Lager der Orks zu befreien. Jede Hand, die ein Schwert führen kann oder es gar zu zaubern versteht, ist hier gern gesehen. Kurz vor eurem Eintreffen wurden wir erneut von den Orks attackiert und Wilbur wurde verschleppt. Rettet ihn, bevor die Orks ihn verspeisen. Lasst uns den alten Ob Pakt ich erneuern. das wirklich machen will? Ach hier, Wilbur. Das ist die Hauptquest. Sieh mal einen an. Gut zu wissen. Ach, und hier ist das Portal. Sehr schön. EP brachte mir. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. So, erstmal hier die ganzen Goblins aus der Stadt hier vertreiben. So, wen haben wir denn hier? Martin Canfried. Erschlagt die verdammten Orks und bringt uns die 5 Eisenbarren. Wir warten seit 2 Tagen auf eine dringende Eisenbarrenlieferung aus dem Lager
Urkenburg, um neue Waffen für die Miliz zu schmieden. Es scheint inzwischen sicher, dass die Orks sich die Barren unter den Nagel gerissen haben. Bitte macht euch auf die Suche und entreißt sie den Orks, bevor sie die Barren weiterverarbeiten können. Dieser Zwerg ist euer. Da hat einer wohl nicht so große, so großes Vertrauen in die Schmiedefähigkeiten der Orks. So, hier drin gibt's keine Quest, ne? Nein. Aber ein Buchständer. In dem nichts drin ist. Wozu dann der Buchständer, frage ich mich. Wieso sind in der Stadt Orks? Ach so, weil die Eisenbarren haben. Ich hätte nochmal gründlicher die Quest lesen sollen. Beziehungsweise, ich hatte es eigentlich verstanden, dass die weiter hier irgendwie im Süden sind. Luisa Di Maria findet unsere Medizintasche und bringt sie uns zurück. Bei einem Feuer haben wir all unser Hab und Gut verloren. Und als wir später in den Ruinen nach verbliebenen Habseligkeiten suchen wollten, hatten sich dort bereits Räuber eingenistet. Wir benötigten aber dringend unsere Medizintasche, in der seltene Kräuter verstaut sind. Wollt ihr es wagen, unseren alten Hof aufzusuchen und nach der Medizintasche zu schauen? Sie ist wirklich sehr wichtig für uns. Seid unbesorgt. Dieser Zwerg ist euer. Ach, da unten. Da sehe ich es doch weiß leuchten. Da wird auch eine Quest sein. Ich hoffe nur keine Eskorte. Ich grüße euch. Ach, das ist der, den wir eskortiert haben schon mal. Sieh mal einer an. Das ist gar kein neuer. Schwacher Heiltrank. Hier ist wieder der Kombo-Meister. Wen haben wir hier? Sergeant Quinn Dexter zu Porto Vallum. Ich grüße euch. Seid ihr willens, den orkischen Häuptling Urgalok zur Strecke zu bringen, der sich derzeit östlich von Porto Vallum aufhält? Urgalok ist ein besonders brutaler Rottenführer der Orks. Und da viele Soldaten aus Furcht vor den Orks und der politischen Ränke die Fahnen fliehen, können wir kaum noch die Ortschaft selber schützen. Schlagt ein und tötet diesen hinterhältigen Urgalok, um die Horde zu schwächen. Für die Allianz. Selbstverständlich führe ich den Auftrag aus. Oh, hier ist auch noch eine drin. Anscheinend. Ja. Lena-Kamera. Bitte bringt mir das verschwundene Hemd. Gestern war die ganze Familie auf einem Ausflug in der Nähe des Flusses. Als wir wieder zu Hause waren, ist mir aufgefallen, dass wir wohl das Lieblingshemd meines Gatten Herbert dort vergessen haben. Ich muss das Hemd wiederhaben, bevor mein Mann es vermisst. Aber ich traue mich nicht allein so weit weg von Porto Vallum. Könntet ihr mir den Gefallen tun und das Hemd suchen? Für ein Hemd. Ja. Unglaublich. Soll ich mich in Lebensgefahr bringen? Na. Besondere Beinschienen des Skorpions. Interessant. Einmal hier auch wieder wegbrennen. Wieso trifft das nicht? Wieso trifft das nicht? What the heck? Cheating? Cheating? Cheating, bleib stehen, Junge. Und ich hau dich mit der Keule. Führt er mich hier plötzlich an der Nase herum. So, wo sind denn die ganzen Quests hier? So, meisten hier. In der Gegend. Gibt's hier noch mehr? Irgendwo, was ich vielleicht übersehen habe. Ja, hier anscheinend, genau. Moses Habala. Bitte findet meine Karte. Euch schickt der Himmel. Ich komme von weit her und habe mich verlaufen. Zu allem Übel habe ich auf der Flucht vor den Orks auch noch meine Landkarte verloren und weiß nun nicht mehr, wie ich nach Hause kommen soll. Ihr seht so aus, als könntet ihr mir helfen. Ja, mal gucken. Landkarte, das kriege ich wohl gerade noch so hin. Ja, seht ihr mal, die Orks geben jetzt auch 200 EP. Das ist doch schon mal ein Kaliber, mit dem ich mehr anfangen kann. Jetzt hätte ich gerne noch ein paar mehr Orks hier. Na, die droppen auch die Eisenbarren wie bekloppt hier. Und hier ist das Lieblingshemd. Und hier irgendwo müsste auch der Ork schlechter sein.
Gier es an, gier es an. Brennt im Feuer der Verdammnis. Sehr schön. Das gab hier ein bisschen was hier. Unter anderem auch eine Unique. Den Ring gucke ich mir auch mal an, genauso wie das Amulett. Amulett, 29 Schutz. Boah, das Ding ist aber deutlich besser. Der Ring, 5 bis 7 Schaden. Ist auch besser eigentlich, glaube ich, als alles, was ich hier habe. Ja, jedenfalls so gut wie alles. Sehr schön. Sitzt hier in dieser Ecke noch irgendwas? Ich glaube nicht. Oh, hier doch eine Höhle. Eine Höhle. Der Schmarrn. Kann die Ätz schützen. Das wäre richtig ätzend hier. So, wen haben wir denn hier? Mit dem spreche ich jetzt nicht, das mache ich erst im nächsten Part. Ich mache eben kurz einen Cut. Ja, und wir hören uns gleich wieder. Macht's gut, ciao.